Mittwochabend. Im Haus der Jugendhornerin Mann ist Diskothek. Anziehungspunkt für etwa 150 junge Leute. Schüler, Lehrlinge, Hilfsarbeiter, Arbeitslose. Im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Für 1 Mark Eintritt Vergnügen und Entspannung. Zwischen 19 und 22 Uhr. Einmal pro Woche. Immer mittwochs. Hereinkommt, wer eine Clubkarte besitzt oder zumindest als Clubmitglied erkennbar ist. Fremde, vor allem größere Gruppen, müssen draußen bleiben. Man fürchtet Schlägereien zwischen verfeindeten Cliquen verschiedener Stadtteile. Zu Recht. In einer Tanzpause stellten sich einige Jugendliche bereitwillig unseren Fragen. Warum kommt ihr hierher? Wollen die wissen, was sie machen? So, fragen wir, was haben wir. Zum Beispiel würden wir auf der Straße rumhängen und wüssten nicht, was wir machen sollten. Und eventuell würden wir auch noch in Alkoholkonsum dadurch kommen. Was macht ihr an den übrigen Tagen? Da setzen wir ein Kupplöcke an Steinbaum. Oder an der Oberlinie. Saufen oder Legierstraße. Wir machen Quartiere oder weiter kommen die Bullen an und kassieren uns an, ohne Grund. Nur weil wir da was trinken oder was. Sind eure Eltern damit einverstanden, dass ihr hierher geht? Ja, oder wie ist das? Natürlich. Wir sind ja froh, dass wir zu Hause rumhängen. Oder auf der Straße irgendwas machen. Wir sind nun echt froh, dass wir zu Hause mal raus sind. Keine Scheiße bauen. Wir sind froh, dass wir irgendwo sind, dass wir keinen Mist bauen, keine Tiere oder so machen. Und zu Hause mögt ihr auch nicht gern sein. Nee, warum denn? Was soll man noch machen? Nur rumsitzen, lesen oder was? Auch Scheiße. Froh, häuslicher Enge, häuslichem Streit entgehen zu können. Auf der Flucht vor ihren Problemen, ihrer Einsamkeit kommen sie hierher. Und tanzen und trinken. Mancher 4 bis 5 Flaschen Bier am Abend. Der Raum ist trist, für viele dennoch mehr als ihr Zuhause. Gegen 21 Uhr erscheinen einige Zivilfahnder, um nach dem Rechten zu sehen. Auflodernde Aggressivität möglichst im Keim zu ersticken, Schlägereien zu verhindern. So mancher Billstädter traut sich nach Sonnenuntergang nicht mehr vor die Tür. Aus Angst vor jugendlichen Schlägern, Rocker genannt. Berechtigte Sorge oder mehr Opfer von Panikmachern. Die Jugend Billstädts ist nicht besser und nicht schlechter als die in anderen Stadtteilen. So sagt selbst die zuständige Polizei. Vielleicht hat sie nur größere Probleme in und mit ihrem Stadtteil.